So. Wir sehen hier gleich zwei von der bösen Sorte. Aber die... Ja gut. Hat nicht so... Da, der hat uns verfehlt zum Beispiel, denn man muss auch bestimmt weit laufen. Also man kann auch nur bestimmt weit laufen, um anzugreifen. Das heißt, manchmal ist sogar das Movement ganz hilfreich. Ah, oh, jetzt hat er mich gecountert. Aber wir greifen trotzdem noch an. Und, na, wir kommen nicht weg. Schade. Aber hey. Kein Problem. Ich benutze mal Tensei Slash. Gegen die freundlichen Herren. Er greift mich zwar an. Aber dafür stirbt er jetzt. So, der andere greift uns nochmal an. Aber trifft uns nicht. Sehr schön. Und der hat eh nur noch 20 Leben oder sowas gehabt. Und ja, nee, je nachdem, ob sie uns Schaden zufügen oder nicht, sagt er auch immer was anders. Also wenn sie uns gar keinen Schaden zufügen, sagt er was anders. Finde ich ganz cool. Oh, was ist das für ein Sound? You okay, Princess? Yes, Mr. Yuta, how are you? Are you alright? I'm fine. As long as I'm getting paid, but one thing. Yes? Drop the Mr. Stuff. I'm not your teacher, your babysitter, or damn butcher. Just Ryudo. Alright. Bah. At this rate, we won't make it till dawn. Step on it. Das ist sehr cool, wenn sich der Sound aufhängt in diesem Spiel. Als. Das ist echt nicht geil. Aber es hört nach jedem Kampf auf. Komisch. Ja. Ich kann nicht gerade nichts dafür, tut mir leid. Das liegt am Spiel. Und wir versuchen den erstmal umzuhauen, bevor unser Tag. Bitte, bitte, bitte. Ja, sehr schön. Tensei can slash. So. Der trifft uns aber. Ich weiß nicht, was hier gerade für Sound-Lags sind, sag ich mal. Das ist leicht verwirrend. Ich hoffe, dass das besser wird. Dass es hoffentlich eine Seltenheit bleibt. So. Jetzt wieder ohne komisches Störgeräusch. Geht's weiter. Und wie ihr seht, hier sind einige Wege, beziehungsweise ein größeres Gebiet, was man eben erkunden kann. Und da ist sogar Geld. 50 Gold oder 50 G. Nicht schlecht, von hier kommen wir. Und da liegt doch noch was, oder ist das nicht so ein Stein? Na gut, dann gehen wir weiter. Und gehen nach North Silesia. Und damit können wir auch schon zum Gamia Tower. Wundert euch nicht, dass alles jetzt so kurzweilig erscheint. Es ist alles noch Intro, sag ich mal. Da ist der böse Tower. So. Hier gab es, glaube ich, jetzt keine Monster mehr. Die müssten genau auch gleich da sein. Und da sind die Damen. Hier irgendwo war ein Speicherpunkt, dachte ich. Aber das hatte ich dann wohl falsch in Erinnerung. Na gut, dann sprechen wir doch mal mit den freundlichen Damen. So, I take it you're the ones who have been waiting for the princess here. We are. You must be the Geohound. I thank you. So that's a Geohound. He gives me the creeps. The rumors speak truly. Look, he's looking at me. Silence! Come on, get to it. My sisters, I'm ready. I have Mr. Yudo to thank for bringing me here safely.
not even a ding or a scratch on her. Now, I don't suppose you will tell me what this is all about. Please, wait outside until we have finished this ceremony. When it is concluded, you will escort Elena back to the church. How long you ladies going to take? It will take some time. This is all I may say. One more thing. Do not enter the tower under any circumstances. The ceremony must not be disturbed by your kind, you. My kind, right. I will just sit over here and think filthy, unclean thoughts, like every jeerhound do, then. Please, do not come inside. Elena, did he do anything to you? Tessa! Rudo keeps his hand to himself. Though he did, see fit to share his foul mouth. Come, we must begin the ceremony. Man, how long is this gonna take? We've been waiting like hours. Oh, stop whining. This is part of the job. Man, what are they doing in there? This is why I hate church. Everything takes forever. What's eating you, Ryodo? Thinking about that singing schoolgirl? I just got bad feelings about us. And this tower too. Don't you think it looks like a strange place for a holy ceremony? Check out the mural. What's the deal with these weird things? It's an ancient ruin. I figure it dates from the silvery white light age. You mean the battle of good and evil? Why would they do the exorcism or whatever in this place like this? Something funny's going on. Best check it out. But didn't they say do not go in? Look, if anything happens to that Elena chick, it's my rep on the line. I'm not gonna blow his job. True enough. And this is out of the ordinary. Quit stalling, let's go! Und los geht's! Wir retten die Mädchen, was auch immer da los ist. Vielleicht platzen wir auch einfach blöd rein gerade. Aber egal. Wir müssen sie retten. Hä? Huh? Great. Just great. Where did all these damn monsters come from? Careful, Ryodo. Natürlich. Ich wusste doch, dass hier irgendwo ein Speicherpunkt war. Habe ich richtig in Erinnerung. Das heißt, wir können erstmal saven. Und ich hätte gesagt, ich save natürlich erstmal auf dem zweiten, sicherheitshalber. Und wir gehen hinein. Ins Monsterparadies. Wo ist das Monster jetzt hin? Wenn man die Monster von hinten erwischt, kann man. Ist man meist im Vorteil. Sie dürfen nur einen nicht von hinten erwischen. So, und ich mache wieder die Taktik. Das erstmal zurückwerfens. Dann des Blockens. Das hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. So. Und dann des normalen Angriffs, dann sind sie meist. Besiegt! Yeah! Wir haben es geschafft. So, weiter geht's. Hier war doch noch mehr. Waren hier nicht noch mehr? Oh, okay, ich bin in einen reingelaufen, aber scheinbar von hinten. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen mehr Vorsprung, wie ihr seht. Das kann später auch sehr, sehr hilfreich sein. Von daher. Hauen wir sie erstmal. So, jetzt müsst ihr uns zwar erwischen,
Ja, macht's auch, natürlich. Aber egal, wir können sie gleich umhauen. Jedenfalls sind die Sounds immer noch die gleichen wie damals. So. Da kommt einer angerannt. Da rennen wir natürlich gleich mal von hinten rein, damit wir hier die Initiative kriegen. Und ich hätte gesagt, wir machen einfach mal Tentacle Slash. Tensei can slash! These guys were not real challenge. Dann sagt er nämlich, these guys were not real challenge, oder ähnliches. Was die Gegner eben keine Herausforderung waren. Was ja auch stimmt, wir haben sie ja ganz einfach weggehauen. So, jetzt bin ich natürlich mal wieder sofort verwirrt. Von hier kam ich, genau. Können wir uns schnell mal recovern. Das sind noch Monster. Denn ich würde auch gerne die Kämpfe, vor allem am Anfang ist es wichtig, die Kämpfe mitzunehmen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss man auch ein wenig trainieren. Das heißt, ich werde eventuell offline ein bisschen trainieren. Und die können auch Zauber, das sieht man dann an diesen lila Dingern, wie bei uns diese gelben. Von daher, ja. Gut. Da war noch eine. Irgendwo hier war doch eine, dachte ich. Egal, wir nehmen die Handgranate auf. Die können wir auch noch besser. So. Und ihr seht, wir haben auch Mana-Punkte, aber noch gar keine Zauber. Das kommt noch, keine Sorge. Wir haben 8 XP erhalten, außerdem, wer ihr oben sehen könnt, habe ich jetzt gar nicht drauf reagiert. Und da sieht man auch, was man braucht fürs nächste Level und so weiter und so fort. Also das ist noch eins der klassischen RPGs der damaligen Zeit. So, nur auch sehr, sehr schön gemacht. Weil immer diese Räume und alles, ach, das werden wir später noch sehen. Ich werde das immer mal wieder erwähnen an den richtigen Plätzen, was ich so gut finde am Spiel. So, ich hoffe, ich bin schneller. Nee. Nee, nee, er war schneller. Aber wir haben trotzdem noch erwischt. Dann sind wir schneller. Aber wir sind sowieso schneller als das Vieh. So, und können es auch eigentlich gleich normal töten. So, können wir gleich. Irgendwie sind wir ein bisschen trainieren, da geht's auch schon hoch. Das heißt, ich würde mich gerne noch ein bisschen hier umschauen. Denn hier gibt es immer so ein bisschen Zeug. Natürlich Gegner. So, wir wissen jetzt, dass wir nicht schneller sind als er. Da blocken wir gleich. Und greifen dann normal an. So, und ihr seht schon, mit jedem Angriff füllt sich wieder unsere Leiste. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hier hießen. Fertigkeitsleiste. Was gibt die Mana-Leiste und die grüne eben? Die SP. Spezialpunkte wahrscheinlich. Weil sind ja auch Moves. Aber egal, wir hauen jetzt erstmal den Käfer um. Und freuen uns. So. Okay. Hier ist nichts. Hier geht's auch nicht noch weiter. Oh! Achso. Hier geht's auch nicht weiter runter, wollte ich sagen. Eigentlich. So. Ich finde das mit dem Cancel eine sehr gute Idee. Und ich liebe diese Action-Leiste. Das macht echt, echt cool gemacht. So mit den Fights und so dann. Weil man halt wirklich so das Gefühl hat, man könnte das richtig kontrollieren. Weil man es auch sieht und weiß immer, wer wann dran ist. Und es hatte so einen richtigen Flow dann, dass man halt immer sagt, oh, okay, man sieht's gleich und ja, gut. Hier ist nichts mehr, habe ich ja festgestellt. Oben ist eine Kiste. Seht ihr noch was entdeckt? Und irgendwas erhalten, was ich natürlich jetzt nicht nachgeschaut habe. Super.
Ich würde da gerne mal nachschauen.